gründlich schiefgegangen. Gesund, trotz Sterbehilfe. Achten Sie gleich mal auf den linken unteren Bildrand. Da liegt nämlich der Vermieter auf der Lauer. Zimmer frei. Die nächste Grippewelle kommt bestimmt. Und da sollte man sich jetzt schon über einiges im Klaren sein. Ohne Behandlung dauert eine Grippeerkrankung 14 Tage. Mit Medikamenten 2 Wochen. Hier erfährt der Patient wenigstens, wo er landet, wenn der Arzt mit seinem Latein am Ende ist. Inhalation, Ultraschall, Mikrowelle. Sie haben es aber auch nicht leicht, unsere Ordnungshüter. So meldete kürzlich ein Autotelefonbesitzer einen schweren Unfall in Gelsenkirchen, ohne die Stadt zu nennen. Kein Einzelfall, sagt die Polizei. Bei diesem Job müssen Frauen offenbar in Kauf nehmen, dass man in ihren Intimbereich eindringt. Wir suchen für den Teilbereich Tampondruck eine einsatzfreudige Mitarbeiterin. Bei ihm tut's bestimmt auch weh, aber dafür klingt er wenigstens nett. Arthur Zangerl, Dentist. Hier kann man nur eines wünschen, guten Appetit. Bei der Brotprüfung wird gedrückt, gebrochen und geschmeckt. Auch wer sich dauernd im Wasser aufhält, hat ein Recht auf Sauberkeit. Aber Vorsicht, Goldfisch-Pflegetipps, Goldfische nicht mit Seife oder Waschpulver reinigen. Und hier noch ein Dokument für Familiensinn der besonderen Art. Wer mir die Geldbörse gestohlen hat, kann ich nicht sagen, da aus meiner Verwandtschaft niemand in der Nähe war. Ernst, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Verzweifelte Ziege erhängte sich. Ermittlungen wegen Tierquälerei. Hier gibt's Fast Food für den Masochisten. Döner Kebab, für ihr Geld haben sie ein Recht auf Qual. Zu viele Urlauber am Strand, klar, dass da unter Einheimischen solche Stimmen laut werden. Die Regierung sollte sich lieber auf wichtigere Fragen konzentrieren, wie zum Beispiel, dass Touristen erschossen werden. Darüber lacht Clementine. Grünkohl lässt sich viel einfacher, schneller waschen, wenn man ihn in kleine Stücke geschnitten in die Waschmaschine gibt und im Kaltschnellgang spült. Die Unterkunft für Lustmolche. Hotels, Stoßplatz, Freudenplatz. Muss die Heuchelei ja auch ein Ende haben. Sie haben uns Trost und Kraft gegeben für ein Leben ohne ihn. Wir werden ihn vergessen. Die Anlaufstelle, wenn Oma und Opa nicht mehr richtig funktionieren. Seniorenreparaturdienst. Auf diesem Bahnhof müssen alle mit anpacken. Suche mecken die Rinder. Da muss selbst ein Lehrer neidisch werden. Ein Gefangener habe nach einem halben Jahr Strafhaft Anspruch auf bis zu 21 Jahre Urlaub im Jahr. Und hier noch der Beweis, dass Scheibenwischer nicht nur gegen Regen helfen. Ich musste den Fußgänger leider aufs Korn, das heißt auf den Kühler nehmen. Dann fegte ich ihn seitlich über die Windschutzscheibe ab.